Holzdübel. Diese kleinen Teile hier kennt ja wahrscheinlich jeder. Speziell wenn man jetzt zum Beispiel hier solche Teile so miteinander verbinden möchte, dann wäre die Stabilität, die dieser Holzdübel hier bietet, auf jeden Fall richtig, richtig gut. Da kann man sich jetzt natürlich denken, okay, komm, ich hole meinen Akkuschrauber, bohr dann ein paar Löcher und klopp das Ganze zusammen. Aber jeder, der das schon mal ausprobiert hat, weiß wahrscheinlich, dass ja, so ein Dübel sollte schon relativ genau irgendwo reingebohrt werden, damit das Ganze am Schluss auch rechtwinklig ist und es auch einfach passt. Nun habe ich mir aber vor kurzem hier diese Säulenbohrmaschine so ein bisschen hergerichtet und diesen schönen Bohrtisch gebaut. Und da ist mir eine Idee gekommen. Wie schön wäre es, wenn man hier ein Bauteil festspannen könnte, aber nicht nur festspannen könnte, sondern auch mobil drauf bewegen könnte, dass man dann diese Bohrlöcher ideal bohren kann. Und das ist das heutige Projekt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zusehen und auf jeden Fall viel Spaß beim Nachbauen. Du fragst dich vielleicht gerade, Philipp, was machst denn du da gerade? Sag doch mal, warum du das gerade machst. Das kann ich tun. Ich plane diese Vorrichtung so zu benutzen, dass wenn ich hier so ein Kantholz habe, ich das ganz einfach mit Holzdübeln so verbinden kann. Nun ist es jetzt natürlich klar, dass wenn wir einfach einen Holzdübel in die Mitte reinmachen und wir das Ganze zusammenleimen, dass ich das irgendwie noch verdrehen kann und sind wir mal ehrlich, ein Holzdübel ist nicht so mega stabil. Das bedeutet, wenn ich hier dieses Stück verbinden möchte, und so wird das auch bei den meisten Bauteilen sein, brauche ich eigentlich immer mindestens zwei Löcher, die genau fluchten. Nun wäre es natürlich ein bisschen weniger Arbeit, einfach sich hier dieses Stück Holz zu nehmen, hier eine Platte draufschrauben und das Ganze dann mit einer Schraubzwinge hier festmachen. Da habe ich auch schon Vorrichtungen gesehen, aber ich finde, die machen nicht so wirklich viel Sinn, weil sind wir mal ehrlich, wir werden für 8 Bohrlöcher nicht 8-mal das ganz genau hier einstellen. Das ist viel zu viel Zeitaufwand. Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Das hier ist einmal das Teil, welches an dem Bohrtisch festgeschraubt wird. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie hier ein Stück Holz festmachen können und müssen es noch in dieser Richtung bewegen können. Und genau dafür ist hier diese Platte. Die kann man oben einlegen und kann man längs verschieben, damit wir dann unsere zwei Bohrlöcher in die Stirnseite von unserem Holz reinbohren kann. Wir müssen aber zwei Teile runterschleifen, weil 12 auf 12 ist ein bisschen knapp, dann wird das Ganze nicht so leicht rutschen. Wir müssen einmal hier dieses Teil schleifen und einmal hier dieses Teil, damit wir quasi so ein bisschen Spiel haben, damit sie es auch frei bewegen kann. Ich habe hier ein formschönes Brett, das schraube ich jetzt hier als erstes drauf, dass ich ein bisschen mehr Fläche habe, wo ich etwas verschrauben kann. Hier muss eine kleine Faser reingehobelt werden, denn wenn da ein bisschen Staub sich ansammelt, dann kann das hier in diese Faser reingedrückt werden und verfälscht nicht unser Ergebnis, wenn wir unser Holz anlegen. Du willst sicherlich sehen, wie ich hier diese zwei Löcher gebohrt habe. Und generell werde ich dir auch zeigen, wie ich das Ganze benutze. Aber damit das hier auch was bringt, muss die gegenüberliegende Seite auch genau gebohrt werden. Und da werde ich mir jetzt einen coolen Anschlag bauen für die Tischbohrmaschine. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, sich jetzt hier einen Anschlag zu bauen. Ich habe jetzt öfters die Methode gesehen, dass hier T-Nutenschienen eingesetzt werden. Ich habe zwar T-Nutenschienen auch hier, aber ich will heute mal was anderes ausprobieren, denn ich will hier nicht auf dem Tisch fräsen. Wie gesagt, ich werde was anderes ausprobieren und dafür brauche ich erst ein bisschen Holz. So, Musik aus.
Kann ich gern. Ein bisschen Musik ist auch immer ganz gut. Ich zeig dir mal, was ich da zusammengebrutzelt habe und wie das funktioniert. Also als erstes kommt hier mal die Schraube rein. Das ist quasi so der Drehpunkt. Dann kommt hier unten eine kleine Scheibe drunter, damit die Mutter sich nicht löst. Durch diesen Drehpunkt kann ich jetzt meinen Anschlag einstellen. Und das ist wirklich ein sehr, sehr simples Design, aber es funktioniert echt ganz gut. Wie im Video gesehen, habe ich mir hier einfach den Radius abgenommen, habe das auf dem Brett übertragen. Und das hier ist jetzt so ein wichtiges Bauteil. Das hier ist einmal der Klemmer, dafür ist die Beilagscheibe. Und hier dieses Stück Flachstahl verhindert halt eben, dass sich die Schraube durchdreht. Das kann ich nämlich jetzt einfach so hier durchfädeln. Dann kommt hier oben eine Scheibe drauf, das hier ist ein kleiner Griff. Und wenn ich das hier jetzt nämlich löse, dann dreht sich das hier, verkeilt hier. Ich kann es öffnen, wenn ich es jetzt zudrehe, dann dreht sich es mit, es verkeilt sich auch hier wieder und so weiter und so fort. Das Ganze kann ich dann hier beliebig verstellen, kann es festschrauben und habe jetzt hier meinen Anschlag. Ich hatte eigentlich geplant, hinten nur die Schraube so reinzustecken, aber das ist jetzt doch ein bisschen breiter hier hinten geworden, deswegen kippt das hinten so ein bisschen raus. Aber ist auch nicht so schlimm, ich habe jetzt unten einfach eine Mutter drunter. Und wenn ich irgendwie mal hier mehr Platz brauche, dann kann ich auch einfach dieses komplette Teil nehmen und kann es aus dem Weg schwenken. Und dann habe ich hier den ganzen Tisch wieder frei. Aber normalerweise bin ich hier auch eigentlich relativ flexibel, sodass ich auch den Tisch einfach so ein bisschen zurechtdrücken. Ups. Sodass ich den Tisch auch einfach so ein bisschen zurechtrücken kann. Und jetzt zeige ich dir mal, wie man diese Vorrichtung auch benutzt. Genaues Arbeiten ist hier wirklich extrem wichtig. Ihr seht, ich habe es auch schon ein paar Mal hinter der Kamera ausprobiert, aber ich zeige euch natürlich jetzt noch einmal im Detail, wie es funktioniert. Also den Mittefinder hier braucht ihr nicht zu benutzen, das ist tatsächlich nicht genau genug. Wir brauchen einen Messschieber. Als erstes messe ich mal, wie stark mein Material ist. Das ist in dem Fall 36. Also stelle ich meinen Messschieber auf 18 ein und kratze hier einmal über die Mitte von beiden Seiten. So. Diesen Strich kann man jetzt mit dem Bleistift ein bisschen deutlicher machen. Das Ganze kontrolliert man dann am besten nochmal. Als nächstes kommen wir zum Dübelabstand. Ich wähle jetzt hier 20 mm. Die Breite markiere ich mir hier auch direkt drauf. Die Vorrichtung kann ich jetzt einmal kurz rausnehmen, kann mein Holz holen und kann das hier bündig anlegen. Das spanne ich dann einfach fest und kann es dann einfach wieder hier in meine Vorrichtung reinhängen. Die Tiefe vom Bohrer markiere ich mir einfach mit einem Stück Kreppband. Das geht hier ein bisschen einfacher. Den Tisch kann ich ja hier ganz entspannt drehen und das drehe ich jetzt so lange, bis ich mittig auf meiner Linie bin. Es hilft auch, die Maschine einzuschalten und dann auf den mittleren Strich zu fahren. Danach bohre ich hier einmal ganz zart ins Material rein und schalte die Maschine wieder aus. Und als nächstes muss ich einmal kontrollieren, ob ich hier mittig im Holz bohre. Dazu kann ich mir einfach wieder den Messschieber nehmen und messe einfach auf die äußeren Seiten. Das sind in dem Fall 14 und in dem Fall sind es tatsächlich auch schon 14,2. Das sollte okay sein. Also das Ganze habe ich jetzt festgespannt. Da müsst ihr, wie gesagt, ganz, ganz gut messen. Und dann kann ich jetzt einfach in meine Markierungen bohren. Das Setup würde ich jetzt so stehen lassen, wenn ich jetzt mehrere von diesen Löchern hier bohren müsste. Das muss ich aber nicht, deswegen kann ich den Tisch jetzt ein bisschen ablassen und kann alles wieder rüberschwenken. Ich möchte meine Zapfen hier auf dieser Seite ebenfalls verbohren. Also stelle ich mir jetzt wieder 18 mm auf den Messschieber ein, kratze hier entlang auf beiden Seiten, habe hier meinen Riss, damit ich das besser sehe, fahre ich in dem Riss einmal mit dem Bleistift nach. Und stelle mir die Bohrmaschine jetzt auf das entsprechende Maß. Das Ganze hat prima gepasst, also kann ich mir jetzt wieder meinen Abstand von 20 mm hier markieren.
Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Die Dübel habe ich hier schon drin. Und übrigens das Loch, was ihr hier in der Mitte bohrt, um nachzumessen, das sieht man ja auch später nicht mehr. Deswegen ist das nicht weiter tragisch. Jetzt kommt das Gegenstück. Und wir haben wirklich einen perfekten Sitz. Ihr habt ja gesehen, wie einfach die Methode ist. Und wir haben da echt keinen Versatz. Jetzt habe ich das mal zusammengespannt. Das ist wirklich ziemlich gut. Gebt dem Video doch gerne einen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze gefallen hat. Also ich bin echt super, super zufrieden, wie das Ganze hier funktioniert. Ich habe diese Vorrichtung auch in keinem anderen Video vorher gesehen. Mir ist das vor ein paar Tagen eingefallen und dafür, dass das echt so simpel ist, funktioniert es richtig, richtig gut. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Ganze gefällt und ob du das nachbauen möchtest. Also diese Verbindungsmethode hier, die ist echt. Also die werde ich, denke ich, für das ein oder andere Projekt schon mal benutzen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du die nächsten Videos nicht verpassen willst, dann würde es mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnieren würdest. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen größer, dass dir mein nächstes Video auch nochmal vorgeschlagen wird. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.